Theoretisch gleitet die frühmorgendliche Fähre von Isla zu ihrem Anlegerliegeplatz in Kinnegraig auf der Halbinsel Kintyre in der schottischen Grafschaft Argyll. Fasziniert beobachten wir, als sich der Bug öffnet, um der morgendlichen Fracht Landgang zu gewähren und um uns, unser Auto und andere Reisende für die Rückfahrt über das Meer zur Whisky-Insel Isla mitzunehmen. Frisch gelandet erfahren wir erst hier, warum die Fähren so ausgebucht sind. Das alljährlich stattfindende Whisky- und Musikfestival ist im vollen Gange. Unser nächster Stopp ist Balmore. Wir fahren direkt zum Hafen und zu der Marina und zum Harbour Inn. Wir parken gegenüber, neben diesem Auto. Also doch gut bewacht. Und noch ein geparktes Auto findet unsere Aufmerksamkeit. Mit Hinweis auf einen Single Malt der ältesten der 8 Distillerien auf Isla. Das müssen wir uns weiter ansehen, auf jeden Fall. Im Shop hat jeder die Qual der Wahl, einen Single Malt auszusuchen. Überraschung, Überraschung. Und dann bist du an der Kasse sehr willkommen, um den Schatz verzollt mit nach Hause zu nehmen. Wir selber haben noch 2 Termine in Balmore. Einmal in einem heiligen Kuhbistro, heilig dadurch, dass es in einem ehemaligen Kirchengebäude residiert, und ein Treffen mit 2 unserer Landsleute. Hey there, how are you? Fine, thank you. Dominik aus Bochum und Andreas aus Stuttgart. Wir treffen uns später am Abend nochmal und Dominik erzählt uns. Ja, also wir haben im Internet in Deutschland einen sehr guten Shop, whisky.de. Das ist ein sehr guter professioneller Whisky-Shop mit einem angeschlossenen Forum. Und dort treffen sich halt eben Whisky-Liebhaber, Whisky-Kenner. Und dort habe ich einfach mal einen Beitrag eingesetzt. Wer hat Lust, mit nach Isla zu kommen zum Festival? Mein Plan ist zu wandern. Wir haben schweres Gepäck bei uns. Und ja, wollen wirklich nichts planen. Einfach hinfahren und gucken, was passiert. Und ja, dort habe ich entsprechend das Gegenstück gefunden. Das ist der Andreas, mit dem ich hier zusammenreise, aus Stuttgart. Ich bin aus der Nähe von Bonn ursprünglich. Ich wohne jetzt in Bochum. Und ja, wir haben vorher einige Male telefoniert, haben abgesprochen, wer was mitnimmt. Einer bringt das Zelt mit, der andere die Töpfe und den Kocher etc. Und haben uns dann hier das erste Mal an der Fähre in Kintyre getroffen. Das ist ja die Fähre, die hier... Ja, es klappt alles sehr gut. Es ist einfach ein einfaches, wirklich zufriedenstellendes Dasein hier. Man darf überall zelten. Alle Menschen sind total nett. Jedes Auto, das vorbeifährt, winkt jemandem zu. Man wird mitgenommen, wenn man den Daumen an der Straße raushält. Also es ist eine unglaubliche Stimmung hier. Die Menschen sind so nett, das kann man sich beinahe nicht vorstellen. Eben auch sein mag. Wir besuchen die 3 Distillerien bei Port Ellen. Laphroaig, Lagavulin und Outback. Starten tun wir dabei bei der Laphroaig Distillery. Thank you.
bei unserem Besuch der drei Destillerien per Auto hatten wir natürlich nicht den Hauch von einem Whisky zu uns genommen. Deshalb müssen wir uns auf unseren Experten diesbezüglich verlassen. Tage hier auf der Insel. Wie lange eigentlich? Wir sind letzten Mittwoch gekommen, heute ist Montag. Ja, und ihr habt den Whisky-Pfad eingeschlagen. Richtig, ist ja jetzt Eiler Festival, Eiler und Musikfestival. Das heißt, alle Distillen haben in 8 Tagen geöffnet und wir wollen natürlich gucken, dass wir hier die Festival-Tage miterleben und natürlich auch die speziellen Festival-Abfüllungen, die limitierten, bekommen, die in Deutschland unter anderem sehr gefragt sind. Also das Festival begann ja mit dem Tag der offenen Tür bei Lagavulin. Das hat schon sehr gut angefangen, ist auch einer meiner Lieblingswhiskys. Ich mag sehr die rauchigen Whiskys. Das ist ja auch die Art der Whiskyherstellung, für die diese Insel hier Eiler berühmt ist. Nämlich die altmodische Art, die Gerste bzw. das Malz über einem Torfeuer zu trocknen. Und das gibt halt eine phenolische, rauchige Note in dem Whisky, gemessen in ppm, Parts per Million, Teile pro Million. Und je mehr Parts per Million eben im Whisky drin sind, desto rauchiger ist er. Lagavulin ist schon ein sehr rauchiger Whisky, den haben wir sehr genossen. Am nächsten Tag ging es dann nach Brolettich, die machen weniger rauchige Whiskys auch, aber auch sehr, sehr stark rauchige unter anderem. Den Ochtomor, den Whisky mit dem höchsten Torfanteil überhaupt. Das war gestern eine sehr, sehr schöne Hofparty, kann man vielleicht sagen. Gestern noch Highlight, heute Ruhetag bei Brüchladdich. Dennoch, auferstanden wie Phönix aus der Asche, unter Lokal Jim McEwen, produziert Brüchladdich heutzutage auch wieder einen schönen Single Malt. Am nächsten Morgen fahren wir uns von Skerrels Haus nach Port Askeg, als der Tag anbricht. Die Fähre zur Nachbarinsel Jura ist schon bereit. Die lokalen Fischer verlassen schon den Hafen und die LKW warten auf die Fähre zum Festland, wie auch wir. Um unsere Tour von Schottland fortzusetzen, vielleicht in die nordwestlichen Highlands.